Veronas Urteil, warum die Feldbusch Mitleid mit Bohlens Ex-Freundin Nadel hat. Dieter Bohlen spricht zum ersten Mal bei RTL exklusiv über die Trennung von Dauerfreundin Nadel. Wir treffen Nadja beim Fotoshooting für die Zeitschrift Max. Aus dem Fernsehen hört sie, was Dieter über die Vergangenheit sagt. Es ist das erste Mal, dass sie ihn seit der Trennung sieht. Ich bin da jetzt auch nicht traurig. Das, was er hat ja jetzt, glaube ich, zwei, drei Sätze gesagt, so über unsere frühere Beziehung. Und das war vollkommen okay. Also ich meine, also hatte ich überhaupt keine Empfindung mehr oder so, nicht, gar nichts. Nadja ahnte, dass es eine neue Frau in Dieters Leben gibt und zog den Schlussstrich. Dieter Bohlen spricht im RTL-Interview auch über Estefania. Wir wollen wissen, ob das Nadja einen Stich versetzt. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt kein Stich. Also ich weiß, was Sie jetzt meinen, aber das hatte ich überhaupt nicht. Nee, weil ich hatte ja schon vorher damit abgeschlossen. Ne? Und irgendwie, wenn man immer Stiche im Herzen hatte, ich weiß nicht, irgendwann sticht es dann nicht mehr. Ne? Gestern Abend meldet sich zum ersten Mal Verona Feldbusch in Sachen Dieter und Nadel. Sie sagt, in der Tragik liegt auch was Komisches. Ich finde, das Ganze ist eine Never-Ending-Story. Und Dieter und Nadel sind meine allerliebsten freien Mitarbeiter, die unentgeltlich eigentlich immer wieder für PR, auch für mich sorgen, weil irgendwo taucht immer mein Name auf. Verona wollte nicht für Dieter kochen und putzen und verließ ihn nach 5 Wochen Blitzehe. Sie sagt, Nadja hat sich zu viel gefallen lassen. Nadel tut mir im Moment einfach sehr leid, dass nach 12 Jahren für sie, sage ich mal, nur so viel übrig geblieben ist wie ein paar nette Worte und dass sie tagtäglich aus den Schlagzeilen erfahren muss, wie schön es Dieter hat oder wie verliebt er ist. Und dafür tut sie mir irgendwo leid. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man 16 Mal vor die Tür gesetzt worden ist, muss man doch tatsächlich irgendwann begreifen, dass es vielleicht nicht der Richtige war. Für Nadja war Dieter 12 Jahre lang der Richtige. Sie hat ihm alles immer verziehen. Jetzt will sie auf eigenen Füßen stehen und sie hofft, dass Dieter jetzt endlich die Richtige gefunden hat. Sicherlich ist er doch bestimmt jetzt super glücklich und jetzt hat er ja eine liebe, nette Freundin gefunden und ich denke mal, die wird wohl auch so sein, wie er eine Frau haben will. Und vor allem, sie ist ja auch noch jung und die kann man natürlich auch noch schön formen, ne? Das Kultlabel Burberry hat sie als VIP-Gast zu einer Party eingeladen. Hier trifft Nadja Eni van de Maiklokjes. Die will wissen, ob Nadja einen neuen hat. Auf jeden Fall möchte ich erstmal allein bleiben und die Welt genießen. Muss der Neue so reich sein, mindestens wie Dieter? Nee, das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, also gar nicht. Also entweder es funkt oder es funkt nicht. Es kann meinetwegen auch einer sein, der ein ganz normales Einkommen hat. Also das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Nadja jedenfalls stellt langsam fest, es gibt sie noch. Die Männer, die Frauen auf Händen tragen. Bei den Spice Girls.